Na? So. Oh, schön mit so einem Edelstein da unten dran. Oder Glas, keine Ahnung. Okay, hier ist ein, ja, hier gab es irgendwo einen Schlüssel, genau. Hol mal erstmal den Drachen hier unten. Ich meine, hier wäre ein Drache. Der hat aber einen großen Kopf. Revilo. Noch ein Tipp vor diesem Kampf? Ein Tipp? Ein weiser Drache sagte mal, strebe nach hohen Zielen, aber gib auf fliegende Kisten Acht. Den fand ich jetzt nicht so cool, aber ich fand es lustig, dass er für sein Schwanzende ein Söckchen gestrickt hat. Also es sah so aus, als ob er das getan hätte. Wow! So hoch gesprungen gerade. Ah, da ist noch Leben. Ah, dieses Türkis mit dem Pink. Pink. Türkis mit dem Lila da drin ist. Voll schön. Stellen wir uns auch noch rein. Wunderbar. So, jetzt müssen wir hier beide. Das war doch easy peasy lemon squeezy. Ja, ist okay. Ja, wie er sich freut. So. Ich glaube, da kommt man so nicht hoch, ne? Oder von hier. Doch, sehr schön. So, irgendeiner von der rechten Seite hat das da aktiviert. Ich glaube, er hier, ne? Weil der hat hier keinen Nutzen. Wunderbar. So. So, was hast du zu sagen? Unika! Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Mach's gut. Mach's gut. Ah, hier gab's ja zwei. Zwei Sachen gab's ja. Ja. Mach mal erstmal das hier. Das ging hier jetzt spektakulär. Das ging hier auch ein bisschen besser. Bei dem ersten Teil ist man, glaube ich, ein bisschen zu hoch gewesen. Ich sage im ersten Teil, also im Original meine ich natürlich. Ist man da ein bisschen zu hoch gewesen. Deswegen hat man da ein bisschen Probleme gehabt. Ah, dafür ist das so. Alter! Macht hier Faxen, ey. Das ist ja unfassbar. So, uns fehlen, weiß ich nicht, wie viel uns fehlen. Entweder 20, was ich nicht glaube, oder 120. Nee, wir müssen da hinten hinfliegen, ne? Ja. So. Das müsste dann hier alles hoffentlich gewesen sein. Es reagiert. Wenn wir dagegen laufen, ist ja cool. Gefällt mir. Das macht auch noch so einen Schwung nach vorne, ne? Kommen wir damit darüber? Ja. Müssen. Wenn das nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Fresse ich einen Besen oder so.
So. Machen wir up hier. Oh, ein 25er und so viele Fünfer. Heftig. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Doch, da sind drei 25er, die da oben liegen. Oh, ich will nicht getroffen werden. Oh Gott. Macht mir so viel Angst, der Typ. Will dich doch nur treffen. Nein, ich wurde getroffen. Ich lass mich jetzt mal töten. Und ich hoffe mal, dass das jetzt zurückgesetzt wird. Wenn nicht, müssen wir das Level nochmal neu betreten. Bin ich da über die eine Plattform gelaufen? Schön. Komm, zieh dich. Nun, wie viel Leben haben wir denn noch? 30? Weiß es nicht. Ach, 47, da kann man doch mal sterben. Ach komm. Wow. Ja, ich dachte, hier wäre schon das Ding, das Wirbelteil. Ja, super. Gut, haben wir den doch noch gekriegt. Ja, und wir müssen... Oder liegen da oben noch drei? Ja. Super. Super. Da gucken wir hier nochmal nach. Den haben wir bekommen. Sehr schön. Und dann kommen wir ja nach Hause. Oh, da bin ich mal jetzt gespannt, wie die folgenden Level aussehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob es da... Nee, das ist ja nur noch... Nee, das sind zwei Level. Das ist einmal, wo wir so reinkommen. Dann eins im Maul. Dann kommt Nasinork im Maul und dann kommt noch das Zusatzlevel im Maul. So war das, glaube ich. Sehr gut, Spyro. Ich hoffe, du weißt, was dich noch erwartet. Ich weiß nicht, woher ich die Stimme kenne. Dass dies Heimatwelt ist, nicht gerade der freundlichste Ort, den es gibt. Ist das nicht von irgendeinem Comedian? Ich meine, der wäre ein bisschen kleiner irgendwie. Bereit zum Abflug? Weil der spricht nicht so ganz durch die Nase. Na, mal gucken. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Schön. Er freut sich auch schon so richtig... Auf das, was kommt, der Spyro irgendwie. Guckt so, ah, so schön hier. Rötlich. Boah, geil. Die sehen super aus. Die sehen zwar irgendwie ein bisschen aus wie... Autos irgendwie. Also die Front eines Autos. Ah, die sehen richtig geil aus. Vor allem dann hier mit diesem schwarzen Rauch noch da. Gefällt mir richtig gut. Und die Ratten, genau.
süß. Und das ist ein bisschen nach hinten gesetzt, die Norgbucht. Willst du mit? Nee, ich möchte gerne hier bleiben, aber ich möchte den Edelstein haben. Was haben wir denn eigentlich hier im Hintergrund? Da ist irgendeine Fabrik. Fabrik! Schuhfabrik! Immer noch ein Leuchtstürmchen. Na gut, dann befreien wir mal Ihmchen hier. Delbin! Hey, hatte ich dich nicht schon befreit? Jetzt bist du in Nastys Heimatwelt, Spyro. Und du musst ihn besiegen. Soll er nur kommen. Ich bin bereit. Erreiche den Ausgang in jedem Land von Nasty. Und nimm es dann mit dem Norg persönlich auf. Er hat Sparks gemalt. Wir haben ihn tatsächlich schon mal befreit. So, ab in die Norgbucht. Eigentlich kein sehr schwieriges Level. Jedenfalls nach meiner Erinnerung. Kann sich natürlich ändern, ne? Das andere, dieser Haber, irgendwas mit Haber hieß es, glaube ich. Das war schon schwieriger mit diesen schießwütigen Fuzzis da. Da fehlt mir in der Musik leider auch das Fetzige. Konnte man die abfackeln? Irgendjemand stand doch dann in Unterhose da. Wer war das denn? Waren das nicht die? Oder waren das die da oben mit den TNT-Fässern? Weiß das nicht mehr. Oder gab's das in der amerikanischen Version nicht? Bin mir da nicht zu 100% sicher. Oh Gott. Ah. Schade, dass der keine... Doch, der hat... Jetzt ist Unterhöschen an mit den Herzchen. Schön. Ich habe gerade schon gedacht, das hätten sie irgendwie weggemacht, aber das ist schön. Achso, das müssen wir damit kaputt machen. Schön, ein Zehner. Ich bleib erstmal hier oben. Geht dann nach unten. Habe ich eigentlich den Zehner da hinten geholt? Ja. So, wer bist du? Latif, den haben wir doch auch schon mal befreit. Mach weiter so, Spyro. Nasty hat bestimmt schon richtig Bammel vor dir. Ich an seiner Stelle hätte die Narkosen schon voll. Es ist mir gar nicht so aufgefallen damals, als ich das gespielt habe, dass die hier anscheinend alle doppelt sind. Was vielleicht sogar Sinn macht, weil als sie dann befreit wurden, haben sie sich gedacht, so, jetzt treten wir dem Nasty aber mal richtig schön in den Arsch. Sind dann hier hin und hat er die einfach wieder verwandelt zu Stein. Und deswegen stehen die hier wieder rum. Kann ja sein, dass das so ist. Haben die sich so gedacht, ha, wenn der kleine Pups-Spyro das so kann, dann können wir das natürlich auch. Da haben sie aber falsch gedacht. Ja, Leben habe ich mitgenommen. Ich dachte schon, ich hätte es stehen lassen. Tück, tück, tück.
Okay. Ich weiß, bin mir jetzt gar nicht so... Ach so, mit der Kiste da oben. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es hier nicht noch irgendwas Verstecktes gab. Ich weiß, dass bei dem Haber-Level, dass es da sowas gab. Da musste man mit dem Supersprint hin. Hier weiß ich jetzt gar nicht so genau. Es gibt bestimmt eine Trophäe oder so dafür, dass man auf diesen drei Hölzern da ist. Aber das werde ich jetzt noch nicht nachgucken. Die Trophäen werden erst geholt, nachdem wir alles geholt haben, was im Spiel geht. Nichts mehr geht. Oder nichts mehr dreht, nichts mehr geht. Ich weiß nicht mehr, wo war das her? Keine Ahnung. Irgendein Film auf jeden Fall. So. Jetzt geht's hier rüber und dann geht's auch gleich schon in dieses runde Ding da runter. Sieht hier ein bisschen aus wie so ein Schiff. Mir gefällt ja auch dieses Comicartige mit diesen schiefen Türen. Bäh. Funktioniert das nicht mehr? Ja, dann halt nicht. Dann halt so. So, wen haben wir denn hier? Thomas. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet werde. Schon gar nicht von so einem kleinen Drachen. Ich hab nie an dir gezweifelt, Spyro. Das will ich hoffen. Wie er geguckt hat. War das eigentlich der? Der Jägerdrache? Aus der Artisan-Welt? Also aus der Heimatwelt? Ich glaube schon, ne? Ich meine, der hätte so eine Klampe gehabt. Ich hoffe nicht, dass wir noch nachher noch irgendwelche sprechen, Julia, dass wir nachher noch irgendwelche versteckten Trophäen fehlen. Das wäre blöd. Ein Schlüsselchen. Wo war der denn für? Achso, ich bin aber auch seltenst dämlich, ne? Gehen wir mal hier lang, ne? Hier gab es doch diese unterschiedlichen Farben, oder nicht? So gab es so eine blaue Dings, wo man lang konnte. Eine grüne, glaube ich. Und eine pinke. Kann jetzt natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Ich habe natürlich einen falschen Weg genommen. Ein Zehner. Hier ist sonst nichts. Fliegen wir halt wieder darüber und gehen den anderen Weg. Da ist dann wahrscheinlich auch der... Kiste. Oder war die vorher irgendwo? Nee, da ist er. Gut. So. 13? Vielleicht? Das sieht nach 13 aus. Ja! Wunderbar! Wir haben alles! Sehr gut! Die hier lang ging's, ne?
So, ab nach oben und ab nach Hause. Sehr schön. So, jetzt erfahren wir auch, wie dieser Haber heißt. Norgenexus? Ne, Gnexus. Das hieß aber vorhin anders. Das hieß Norg Heimatwelt, nicht Norg Nexus. So, ist aufgegangen. Hafen der Dämmerung. Edelsteine. Gut, dann ab in den Hafen der Dämmerung. Das schwierigere Level. 11.025 Edelsteinchen. Was haben die mit der Musik gemacht? Sieht ja auch cool aus. Boah! Heftigst. Alles klar. Na gut, wir haben ja noch nicht wirklich viel gemacht. Aber Moment, die haben das, glaube ich... Die hatten früher richtig geschossen mit Munition, jetzt haben die so Blubberzeug. Na gut, Blubberzeug ist jetzt auch Munition, aber halt mit Kugeln, ne? Haben die das etwa kinderfreundlicher gemacht? Ha, 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 ha. Hahaha. Ich bin Will Smith. Will Smith. Will Schmidt. Wilhelm Schmidt. Ja, der hat so Schleimzeug hat er da drin. Das hatte der vorher nicht. Der hat vorher wirklich mit Patronen geschossen. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Dann machen wir hier mal weiter. Mach erstmal die Putzis hier tot. Wow. So. War hier noch irgendwas? Hab ich was? Ach genau, ich wollte hier gucken, aber da war ja nichts. Gut. Da kommen wir mit dem Supersprint hin, wenn wir gut sind. Was blinkt denn da so? Was ist das? Was macht da so? Kosmos. Danke, dass du mich gerettet hast. Der sieht aus wie so ein Fisch. Mit seinen komischen Dingern da am Kopf. Ah, der schmeißt richtig. Der andere... Ach, wahrscheinlich, weil er in so einem kleinen Raum stand, hat er das so über seinen Rücken laufen lassen. Diese Pumpen sind ja so cool. Ich weiß ja nicht, was sie pumpen, aber sie pumpen. Der hier jetzt nicht, ne? Der lässt nur laufen. Er pumpt. Ja, der lässt das wieder laufen, weil er wahrscheinlich nicht schmeißen kann. Ah, jetzt schmeißt er auch. Interessant. Hab ich den mit... Ja, hab ich mitgenommen. Da stehen noch zwei. Sind versteckt. Ist das? Warum macht das so? Ah, hier ist die Brücke. Gut zu wissen. Haben sie extra Gold gemacht, von wegen hier ist ein Hebel. Bediene ihn.
Klites. Nimm dich vor Nordkommandos in Acht, Spyro. Die sollten sich lieber vor mir in Acht nehmen. Wir haben alle Drachen gefunden. Ich dachte eigentlich, hier oben wird noch einer stehen. So. Sieg! Die ist so voll Reggae-mäßig irgendwie. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wunderbärchen! Für einen Fünfer, Alter, ich kotz. Nee, das war mehr als ein Fünfer. Dann bin ich doch zufrieden. Irgendwie gefällt die Musik mir doch. Ach komm, dann machen wir direkt das hier oben noch. Dann haben wir hier den Bereich direkt beendet. Warum macht das so Bijou? Das irritiert mich. Oh. Da läuft man einmal daneben, kriegt man direkt aufs Maul. So. Dann gab es hier außen auf jeden Fall noch was. Da nicht. Da auch nicht, dann war es auf der anderen Seite. Da ist auf jeden Fall ein Leben. Hier sonst nichts? Ich meine, hier wäre doch viel mehr gewesen. Da können wir nicht hin. Ja gut, dann sind wir halt nur für Leben hier oben gewesen. Wenn, dann werden wir ja sehen, dass uns noch irgendwo was fehlt. Ich glaube, hier bin ich aber damals gestorben. Mindestens einmal. 233 gibt's hier. Ich hoffe, hier gibt es nur 300 oder so. Das pumpt irgendwas lilanes. Pinkes. Okay, es kommt auf jeden Fall nicht mehr so viel. Moment. Nee. Uah! Na gut. Dann müssen wir jetzt noch mal da rein. Ich spring auch jedes Mal da rein, ne? Und ich glaube, ich habe bisher noch nie von diesen dummen Kugeln ein Leben bekommen. Erstmal er hier. Uäh! Ja, natürlich. Die sind schon ganz schön nervig, die Typen da. Oh, es macht sogar Geräusche. Oder ist das das hier oben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es macht Geräusche. Und da wurde gerade was geladen. Ja. Jetzt nur noch ein paar Edelsteinchen, dann bin ich zufrieden. Ja. Fünf? Nee. Da passt was nicht. Scheiße. Da fehlt aber einiges. Oder hier hinten gibt es jetzt nochmal richtig Asche. Ja, ein Zehner ist schon mal. Ein Fünfer ist dabei. Ich habe kein Sparks mehr. Zwei Fünfer. Zwei Zehner. Da fehlt was. Scheiße. Mir fehlen 30 Edelsteine, what the fuck? Ach, die sind doch bestimmt irgendwo auf einer Kante oder so. Ich brauch Sparks. Ich glaube, es gibt hier keinen Sparks, oder? Kann das sein?
glaube, hier gibt es kein Sparks. Deswegen lasse ich mich hier von dir dingsen und ich... Nee, hier liefen doch irgendwo Ratten rum. Egal. Ich hoffe mal, die sind jetzt gespeichert, dass die weg sind. Hoffentlich. Ja, die sind weg. Gut, dann kann mir mal Sparks bitte sagen... Ich drücke jedes Mal die falschen Tasten, ne? Irgendwo da hinten. Okay.